Tata, Sie sehen, Sie sind Überreste von einem Konzert und ich habe eine totale Performance aufgebaut und der Leitfaden ist die Band Sieben Do. Und wir sind vier Vietnamesen und drei Europäer und singen vietnamesische Musik. Also man kann uns buchen. Wir sind für 1500 Buchen. Und wir spielen eine Stunde 15 Minuten Liebeslieder. Und das ist unser neuer... die Arbeit im Vergleich? Was ist die Kunstarbeit? Das habe ich mir noch nicht überlegt. Was denkst du, wird eher teurer als eine Einmalperformance? Ja, denke ich schon. Aber da kommt ja auch noch der Videoclip dazu. Also wenn ich jetzt das ganze Konzept, aber ich denke nicht, dass ich das Konzept verkaufen kann, weil es ist gebunden an uns. Also das sind, es ist gebunden an diese Zeit. Aber jetzt diese Band, also das Kunstwerk ist aber eigentlich diese Bühne ohne die Band? Nein. Auch, Nein, das gehört auch dazu, das war eine Performance. Also das war ein Konzert. Ja. Aber wenn ich das Kunstwerk kaufe, was kriege ich genau dafür? Ist die Installation entscheidend? Oder das Konzept? Oder das kann Konzept. Ich euch immer gratis haben? Also, bis jemand von uns stirbt, ja. Also kann man so, also man kann das Konzept kaufen, die Dokumentationen, die Clips, die wir machen, und dann vielleicht noch einen Auftritt pro Jahr. Aber wir sehen halt dann nicht mehr so schön aus. Jetzt sind wir noch so jung. Ist es eine Edition oder ist es ein Unikat? Das ist ein Unikat. Unikat. Einmal. Also lebst du auch ein bisschen, also es ist eine ganze, es ist teilweise ein bisschen eine süßliche Ikonografie. Ja. Es sind eigentlich so diese Klischees von Liebe und mit Jugend und so weiter. Ist das ironisch gemeint? Das macht dich auch ein bisschen lustiger, diese Sülzereien. Also es ist nicht allgemein. Machen über die Liebe, sondern ich habe explizit die koreanische, also unsere Band ist aufgebaut, wir singen Lieder aus unterschiedlichen Epochen, also Zeit, Musikrichtungen von Vietnam, also fangen wir an mit den Liedern aus den 60ern, 70ern, wo dann die französische Chanson ist, das Kunst, also Vietnamesen. Das heißt, es ist viel politischer, was man nicht glaubt. Haben und gehe dann so weiter bis zu den Amerikanern und dann jetzt die Koreaner. Und so haben jetzt die ganze Aufmachung, also habe ich jetzt übernommen von den Koreanern, auch wieder Clip aufgebaut, das ist die ganze Ästhetik, also ist spezifisch übernommen von der Ästhetik von dem asiatischen Pop. Nicht nur Liebe. Es wäre ganz anders, weil hier wären wir viel freizügiger und würden dann so dünnere Sachen rumliegen oder so an Regner halt. Und dann der gut bebaute Mann oben ohne. Und hier ist alles noch so. Wir spazieren zusammen. Ja, ganz gesetzt. Aber es ist, ist auch ein kritischer Aspekt dabei, also, wenn ich das richtig verstanden habe. Diese Performance ist eine Meditation, eine Frage von unterschiedlichen Fremden. Was ist schon die nächste Arbeit? Was ist der Arbeitsstand deiner nächsten Arbeit? Ich möchte gerne eine Seifenoper machen. Ich möchte sie eigentlich ausstrahlen. So Fernsehen? Ja. Mehr in Europa oder in Asien? Im Moment halte ich an Televino in Biel gedacht. Aber wir sind auch schon in Facebook vertreten. Also, wie viele Fans? Moment, 170. Ja. Wir sind erst seit zwei Wochen dran.